jetzt in der Liga, heute mit dem Duell gegen Swinton Town. Und da wollen wir auch wieder anschließen. Heute ist der Double zweite zu Gast bei unseren Jungs. Und auf geht's ins Match. Na dann. Wir haben ein schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Wolfuß und Frank Buchmann heißen auch heute wieder hier Kommentator. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Und dieses Spiel hat es in sich. Wir erwarten uns viel von dieser Partie. Geht den Fans im Stadion genauso. Und Ihnen zu Hause sicher auch. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, die zu Hause. Er wird für Ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Zwei Treffer zuletzt für ihn. Entsprechend wird er hier auch heute auftreten. Es ist immer wieder begeisternd, wie voll die Stadien sind und wie klasse die Fans mitgehen. Und da sieht man wieder mal, welche Bedeutung der Fußball hat. Es ist eben die Sportart Nummer 1. So, auf geht's. Zwei Änderungen gibt es auf jeden Fall in der Startelf. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Rose ist raus und... Das ist die Aufstellung der Football-Friends. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Einfach mal zwei Änderungen reingemacht, um ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Sie sind heute recht defensiv eingestellt, oder sehe ich es falsch? Ja. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt nicht unbedingt wieder den frühen Rückstand rausholen. Wenn wir nämlich gewinnen, sind wir dran an den Jungs. Dann wäre man sogar vorbei. Und dann würde man einen kleinen Sprung ganz nach oben machen. Oder Richtung. Über der Welt. Auf geht's. Heute gewinnen. Wir waren natürlich dieses. Den ersten Heimsieg 22 haben wir jetzt geholt. Hintereinander weg. Und jetzt wollen wir natürlich auch den Sieg nach oben. Aber wieder ein Heimsieg holen. So, eigentlich haben wir drei Auswärtssiege geholt. Kane. Starke Szene, er holt sich den Ball. Da oben, der fordert den Ball. Ah, das war zu optimistisch gehört. Kann er was draus machen? Der Ball kommt. Oh, da geht's. Der Küsse. Länge mit Gelb und es könnte schon wieder ein früher Rückstand sein. Und jetzt ja. Da ist er drin, der das ist jetzt das dritte Spiel in Folge, wo der wirklich nur in den ersten 5 Minuten das Gegentor kassiert. Ja, sag mal 6 Minuten. Und zum dritten Mal in Folge, dass du den frühen Rückstand brauchst. Das ist die Wiederholung. War nicht zu halten. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ball ins Seitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Das ist schnell gearbeitet. Ja, dann nimmst du echt viel vor, um einfach mal den Gegner unter Druck zu setzen. Und läuft schon wieder nach 5 Minuten diesen Rückstand, diesen blöden Rückstand hinterher. Gute Aktion, bremst erstmal ab. Er kann wohl klären. Okay, dann müssen wir halt wieder anfangen, ein bisschen aufzuholen. Ja, schöner Ball da vorne rein. Die Football-Fans. Ich hab's gesehen, Und jetzt. Das ist natürlich eine überragende Szene.
1:1. Da kommt nochmal die Wiederholung. Flanke wird reingebracht. Dann kommt der Volley. Die Situation perfekt gelesen. Die Technik stimmt. Da ist alles drin, was du brauchst. Präzision, Druck. Einfach nur gut gemacht. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Zumindest mal eine relativ frühe Antwort. Jetzt gilt es aber auch mal wieder nachzulegen. Und selbst wenn man in Führung gehen sollte, auszubauen. Machen Sie jetzt gut. Nee, den Torschütze. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Da können Sie erstmal klären. Nein, das ist schwach. Zu weit, viel zu weit. Ich gebe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Er ist schon gelb belastet. Das gibt gelb-rot, Phil. Längle. Er muss runter. Na, 21 Minuten. Mit der Ruhe da. Und dann haut er so eine Grätsche raus. Er hätte natürlich zurückhalten müssen. Zu spät für das Foul. Muss er natürlich vom Platz. Die gelbe Karte ist klar. Und jetzt läuft man im Rückstand. Weil das ist bei der roten Karte hinterher. Das war kein guter Kopfball, klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben. Buschi. Das beim Tabellenpausen nicht an den zweiten. Richtig gut, sind dicht an ihm dran. Den konnte er kaum besser machen. Ball wird abgefangen. Schönes Ding. Super, ja. Dieses Zuspiel. Sieht nicht ungefährlich aus. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Ich wollte eigentlich Curling sogar noch. Eigentlich war das sogar ein Pass. Das war X. Das war noch nicht mal geschossen. Dann hätte ich hier vielleicht sogar anders aufgesetzt. Den Zweikampf führt er gut. Jetzt hat er den Ball. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Gefährlich! Den Ball will er nicht. Das könnte die Gelegenheit geben. Und damit ja, das verhindert der Keeper. Ja, das ist zu leicht. Eigenes Tor. Die Chance haben sie verschenkt. Wie er den noch hält, wie er da den Rückstand verhindert, das war ein ganz großes Kino. Jetzt gefährlich. Ah. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja. Ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Wo bleiben die klaren Torchancen? Ich glaube, wenn sie das nicht hinbekommen, wenn sie nicht mehr Gefahr vor dem Tor kriegen, sind momentan extrem falsch, ich finde falsche Entscheidung vom Tor. Eine große Enttäuschung. Vorne der Ball gewinnt. Da rollt der Ball ja nur. Den nimmt sich der Torhüter ganz locker. Payne. Sie kommen, sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Sie versuchen es aus der Entfernung, aber wir sehen es ja, da kommt kaum Tor drauf. Ist natürlich auch nicht leicht, so einen Ball dann perfekt zu treffen. Weg ist der Ball. Momentan gefällt es mir nicht. Da sind wir weniger. Die haben ja sehr, sehr auf den Garten. Gehalten. Und der trifft in den Pfosten. Vorne jetzt die Balleroberung. Flanke kommt rein. Schön gehalten, der Ball weiter im Spiel. Klasse durchgesetzt. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. In die Ecke kommt. Einen
ganz großen Aufreger hatten wir in dieser ersten Hälfte, nämlich den Platz. Ja, den Elfmeter. Also zwei blöde Fehler gemacht. Gelb-Rot kassiert. Das heißt, es wird jetzt ein Wechsel geben auf der Position. Hund muss leider den Club, also den Club, die Mannschaft verlassen. Also nicht die Mannschaft, ja. Hier sieht das Feld verlassen. Und deswegen müssen wir einen Verteidiger bringen, um hinten wieder ein bisschen zuzumachen. Alle sind bereit, die zweiten 45 Minuten stehen. Das ist einfach jetzt ein Wechsel, dass wir da ein bisschen wieder Stabilität reinbekommen. Können wir jetzt noch in der Mannschaft? Okay, wie gesagt, tot. Exzellentes Zweikampfverhalten. Gut gelöst, ja. Und dann eigentlich. Alle gute Idee. Sind geklärt, er wird wechseln. Dem steht eine tolle Zukunft bevor. Das sehen alle Experten so. Kannst du fragen, wen du willst. Jemi, den eigentlich viele Beine jagen, wechseln nach Arnhem. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Hat er. Da ist die Chance. Und jetzt ist es. Zu 10 liefern sie hier eine tolle Leistung ab. Zu 10 geben sie ja alles. Wow. Und jetzt haben sie die Führung. Ja, jetzt hoffentlich war Mittelfeldspieler ein bisschen fungiert. Schaut uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe. 2-1, hier ist noch alles drin. Auf jeden Fall schon mal. Schon mal für uns wieder was, ein bisschen was. Stark gemacht. Gearbeitet hier. Jetzt halt das mal irgendwie nachlegen. Ja, setzt gut den Körper ein. Ja, und jetzt der Freistoß, da hat er erst auf Vorteil entschieden, aber daraus wurde dann doch keiner. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen, sie liegen hinten und er versucht es mit einem Wechsel. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz, aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Nun Williams. Hartes Einsteigen. Ja, das könnte man eine Karte geben. Man hat ja wieder mal schon gelb rot kassiert. Hunter. Er schirmt den Ball ab. Hahn. Riesenschuss. Ja. 3-1. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann haben Sie diese Überzahlsituation. Ja, das machen Sie geschickt. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Auf jeden Fall mal die Hausaufgaben bisher Williams. Gut gemacht, so teilweise zumindest. Payne. Kater, was wir uns. Kater, was wir uns gelb. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das könnte was werden jetzt. Williams. Da dran, aber bei dem muss man echt aufpassen. Der hat einen Visa schon gelb und ich wechsle ihn jetzt auch aus, weil nicht, dass mir der zweite da auch noch vom Feld fliegt. Dann hätte ich ein Problem mit dem noch einen zweiten Innenverteidiger zu verlieren. Thomas wird jetzt noch in die Mannschaft kommen. Also diesen Doppelwechsel. Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Aber so wird's eng. Und wir sehen, wie sie das ärgert. Den hätte sie zu gern gemacht. Und jetzt wird auf beiden Seiten gewechselt. Guter Pass jetzt. Jetzt wird's gefährlich.
genau hinschauen jetzt. Überragendes Tor. 4:2. Also er ist gerade eingewechselt worden. Ja, das letzte Mal. Da müssen wir uns erstmal die Zeitlupe angucken, um zu verstehen, was da eigentlich vor sich gegangen ist. Also wenn so ein Scorpion-Kick im Tor landet, dann also der darf definitiv nicht angegriffen werden. Das Tor des Monats. Hier hat aber auch alles gepasst. Ein überragendes Tor. Das können wir 100 Mal angucken. Und das ist dann endgültig die Entscheidung wohl. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Viel mit Auge. Das kann das werden. Und kein Tor. Das gibt's doch nicht. Das war eine Riesenchance. Und David hätte sogar noch das 5. nachlegen können. Jedenfalls hat man nach der Auftaktniederlage jetzt ein bisschen zurückgeschlagen, aber man sollte mal gucken, das Pressing ist da. Dass man die Anfangsphase nicht verringern ist. Wieder dreimal in Folge jetzt und hat erst 6 Minuten das 0-1 kassiert. Und bisher konnte man es immer wieder gewinnen, auch im Auftreten, weil sie sogar in Unterzahl. Payne. Klasse Technik. Ja, ein bisschen dazwischen zu sehr. Zu einfach, den Ballverlust. Jetzt hat er den Ball wieder. Ah, das war ein bisschen zu locker, zu einfach. Was macht er draus? Er kann es machen. Tolle Parade. Und der Geber vorhin hat sogar noch das 2:4 hier. Da muss überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ecke kommt ins Zentrum. Ball ist erstmal wieder raus. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Jetzt gibt es den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt ist der Platz da. Ball ist nicht drin. Der Befreiungsschlag. So, Ende. Es bleibt dabei 4:1 in Hinschein. Aus, das war's in dieser Partie. Und die Gastgeber gehen am Ende hier als Sieger vom Platz. Vierte und Sieg in Folge von Leon. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Kann er was draus machen? So. Nächste Hausaufgabe gelöst. Und dann mache ich Feier. Wir sind in der nächsten Folge wieder, wenn da nicht wieder eine Woche hinterher geht. Weil es geht doch schon wieder ein Pokal in der nächsten Runde. Bekommen. Ja, ein Spielsperre, klar. Die gelb-rote Karte hat schon wieder ein bisschen was rausgerissen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Geht es nämlich gegen Nottingham Forest. Nottingham Town und danach Nottingham Forest als 6. Gegner. Also, ja, gucken wir mal, ob wir die Jungs dann auch noch packen können. Ich glaube, die spielen sogar in der Liga bei uns. Aber ob wir das schaffen, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Hier bei Let's Play FIFA 22.